Ja, du, das ist absolut kein Problem. Dann fahre ich da jetzt hin, laden und dann ab. Und das kann ein bisschen dauern, aber beim Kunden. Ja, das kriege ich schon hin. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich da bin. Ja, kennst mich doch. Alles klar. Jo. Jo, wir sehen uns dann, beziehungsweise wir sehen, ja, klar, wir sehen uns. Wir hören uns dann, wenn ich da bin. Alles klar, ciao. Ach, guten Morgen zusammen. Ihr seid ja auch schon da. Ja, im Hintergrund hört ihr hier, die sind hier in der Halle ganz kräftig am Arbeiten. Das Gute ist, ich konnte mich hier an die Halle hinstellen in Magdeburg. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg, weil wir haben Termine. Aber erstmal die Achse noch nach oben. Die Runde um LKW habe ich schon erledigt. Jetzt heißt es für uns auf zum Laden. Allerdings ist das nicht hier in Magdeburg, sondern wir fahren nach Halle. In Halle werden wir dann laden. Die Dispo eben schon mich vorgewarnt. An der Entladestelle könnte es ein bisschen dauern. Biege nach rechts ab. Also lasse ich mich mal überraschen, was da so kommt. Biege nach links ab. Ja, heute noch nicht so in Ganglaune, lieber DAF. Wir sind heute mal recht früh unterwegs. Weil wir haben es gerade mal. Wenn wir gucken. Biege nach links ab. Kurz nach 5. Aber die gute Dispo von der East North ist ja rund um die Uhr besetzt. Da erreicht man also immer irgendjemanden. Und ja, vor allen Dingen, sie sind nett. Und das ist auch immer das Schöne, weil, wie sagt man so schön, der Ton macht die Musik. Also den Tag mit einer kleinen Leerfahrt. Oh, die ist ja zum Glück nicht allzu lang. Also alles im grünen Bereich. Dass die Dispo mich jetzt gerade so ein bisschen hier im norddeutschen Raum, wollte ich gerade sagen, aber im deutschen Raum disponiert, hat folgenden Grund. Chef hat Größeres vor. Der hat da wohl mit irgendjemanden aus dem Mittleren Osten, ich glaube, Sahid hieß der oder so, hat er wohl irgendwas vereinbart und
was ich so mitbekommen habe, soll ich wohl ein Teil der Truppe sein oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob nur und ich darunter fahren, aber auf jeden Fall bin ich mit in der Riege der Biege nach links ab. Fahrer, die dann wohl in den Mittleren Osten fahren. Wenn ich das alles so richtig verstanden habe. Ganz großes Kino, Herr Marx. So können wir auch genau sehen. So, jetzt können wir sehen, ob die Ampel grün wird. Also ich sag mal so, bei der East North wird es nie langweilig. Weil die Worte vom Chef waren nämlich, er hätte den Maxinator gerne dabei. Und der Maxinator ist natürlich allem Neuen immer sehr aufgeschlossen und ja, ich meine, darunter, das wird dann schon mal ein Ritt werden, also. Das habe ich so auch noch nicht gemacht. Ich bin jetzt ja auch schon neugierig, wie das gleich wird, weil der Kunde, wo ich abhole, der wollte das sehr, sehr früh abgeholt haben. Der Kunde, wo ich es hinbringe, nimmt das wohl erst sehr, sehr spät an, also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Was jetzt, um es gleich mal klarzustellen, nichts mit der East North zu tun hat, weil ich habe bloß den Auftrag bekommen. Und die Auftraggeber haben halt ihre Vorstellung gehabt. Daher, ja, auch sowas kommt halt mal vor. Und bevor ich es vergesse, ich wollte mich bei euch auch noch bedanken. Und zwar für Stand jetzt 406 Abonnenten. Also das ist Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Abozahl haben werde. Und darum sage ich auch, ich würde mich gerne bei jedem Einzelnen bei euch bedanken. Aber das würde dann doch den Rahmen hier etwas sprengen. Darum ein herzliches Danke an euch alle. Und es freut mich, dass euch das gefällt, was ich hier so veranstalte. Und freut mich natürlich auch, wenn ihr weiterhin fleißig zuguckt. Weil ich denke mal, das ein oder andere Abenteuer werden wir hier noch zusammen erleben. Trachtenverein ist auch schon unterwegs. Scheinbar auch früh aufsteher zu sein. Ganz wichtig ist, wir müssen gleich noch. Sonst bleiben wir nämlich irgendwo stehen und das wäre äußerst blöd. Demnächst rechts abbiegen. Hier haben wir doch schon schöne Tanke, das ist doch perfekt. Aber erstmal fahren wir zum Kunden.
stand hier nicht auch Marian und hat mit dem guten Herrn Kaiser telefoniert? Da war doch auch irgendwas. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Dann fahren wir mal ganz frech hier rauf. Hier vorne mal hin. So, und dann werde ich mal eben Kollege Schnürschuh vorne fragen, ob ich schon an die Rampe ran darf oder ob es noch ein bisschen dauert. Also bis gleich. Und noch ein Snickers dazu. Jo. Ja, mit Karte hier. Ja, Beleg hätte ich gerne. Dankeschön, tschüss. Na Freunde, ihr wundert euch sicherlich, warum ich jetzt hier schon bei der Tanke bin. Aber der Kunde wollte nicht, dass ich dort filme. Und ja, ich stehe sehr komisch hier an der Tanke. Aber ich störe hier zumindest und kein. Machen wir mal ein kleines Bildchen. Der Kunde wollte nicht, dass ich da noch groß irgendwie was filme und wenn der Kunde das nicht möchte, dann ist das so. Aber ihr habt jetzt auch nichts großartig verpasst. Kurz eben gucken, dass ich mir da den Palettenkasten nicht abrasiere. Ja, was ich halt noch sagen wollte, deswegen bin ich ja noch gleich schon mal rübergefahren zum Tanken. Und da ihr alle wisst, wie so ein Tankvorgang funktioniert, dachte ich mir auch, da brauche ich euch nicht mitnehmen. Nun sind wir geladen und machen uns auf den Weg zum Kunden. Vollgetankt sind wir auch. Für 1,07 € den Liter, das ging eigentlich noch. Das ist aber auch so eine Auffahrt hier. Rein und feuerfrei. Und wenn ihr wissen wollt, was wir geladen haben, Leberwurst 17 Tonnen und die gehen nach Uelzen. Für den Einstieg in den Tag nichts Großes. Aber wie gesagt, ist jetzt halt die Frage, wann der Kunde die Leberwurst annimmt. Da hatte ich ja schon zu Anfang gesagt, da
hat mich die Dispo schon vorgewarnt, dass das ein bisschen da dauern kann. Ich hoffe ja mal nicht, weil ich wollte heute eigentlich noch ein bisschen fahren. Und apropos fahren. Marian ist jetzt ja mit dem LKW vom Kollegen unterwegs, mit so einem schönen Volvo. Ich habe da ja noch schon die Bilder von damals gesehen und das ist schon ein schickes Teil. Also, wenn man eins sagen kann, in der East North fahren wirklich sehr schöne LKWs. Natürlich ist meiner der schönste. Ja, Marian, du darfst jetzt in die Tasten hauen. Aber das hat man ja auch nicht oft, dass du wirklich in eine Spedition kommst, wo die LKWs so fertig gemacht sind. Bei den meisten hast du es ja wirklich so, da kriegst du einen LKW hingestellt und den musst du fahren. Und da ist dann nichts mit irgendwie da mal was anbauen oder da mal was anbauen. Da ist es schon ganz gut, dass bei Marian das Krankheitsbild so ausgeprägt ist. Dass er quasi nicht irgendwie an einem LKW-Zubehör-Shop vorbeigehen kann. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was unser Blumenmann so veranstaltet. Aber ich denke mal, der ist noch oben in Skandinavien unterwegs. Auf 65 gehen. Das sollte funktionieren. Sind wir nicht ganz im Hindernis hier auf der Straße? Baustelle. Was wäre Deutschland ohne seine Baustellen? Der Trachtenverein ist auch unterwegs. Euer Ernst? Nur weil ihr hier so ein paar Baumstämme auf der Straße liegen haben wollt. Daneben ist wirklich genug Platz, aber nein. Du Karl-Heinz, wir müssen noch die Bäume hinlegen, damit der Holzfahrer die abholen kann. Lass uns die mal auf die Straße legen, dann hat der Holzfahrer das einfacher. Gute Idee, Karl-Heinz. Nee. Nichts gegen Holzfahrer. Die machen auch einen guten Job. Nicht, dass das hier irgendwie jetzt falsch verstanden wird. Aber die Aktion da eben, die war doch echt unnötig, oder? Ja, überhol du mal eine Kurve, du Held. Wir haben dennoch einen Passatfahrer.
Ich sag's immer wieder, die Passatfahrer sind die schlimmsten. Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Lange habe ich's nicht mehr gesagt. Und da sind wir auch schon in Uelzen. Biege nach rechts ab. Machen wir, nachdem wir hier angehalten haben. Ist doch hier vorne dann, oder? Bin ich ja mal gespannt. Drückt die Daumen, dass es nicht so lange dauert. Hier ist Carrefour. Ne, ist da hinten, ist das denn? Ja, wenn man denkt, man hat den größten. Und dann kommt der Einmetrischer entgegen. Ich stelle mich erstmal hier an die Seite hin. Route neu berechnen. Und dann werde ich da mal hinlatschen und mal fragen, wie lange das ungefähr dauern wird. Machen wir den nochmal an. So, dann wollen wir mal fragen. Aber solange ich jetzt da hinlatsche und da einen suche, könnt ihr euch noch irgendwie ein kühles Getränk holen oder sonst noch irgendwas. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, moin Sven hier. Habt ihr schon irgendwie was rausgefunden? Weil die haben immer noch nichts zu mir gesagt und wir haben es mittlerweile 14 Uhr. Ich war um 10:30 hier. Ja, ruf doch nochmal an und mach mal ein bisschen Druck, weil mir sagen sie hier nichts. Ich kann hier bloß dumm rumstehen und Däumchen drehen. Und ich habe eigentlich Besseres zu tun, als Däumchen zu drehen. Alles klar, dann warte ich auf deine Rückmeldung. Okay. Ja, ihr habt es mitgekriegt. Ich stehe jetzt hier schon eine ganze Weile rum. Und ja, irgendwie tut sich bei den Kunden da hinten nichts. Das sind so Momente. Ja, nee, ist klar. Aber ansonsten hast du weiter keine Schmerzen, oder? Okay. Ich habe nichts gesehen. Ach, Telefon. Jo. Ah, okay. Ich soll also jetzt drauf fahren und sagen, entweder die machen jetzt leer oder ich bringe den ganzen Rotz zurück. Alles klar. So machen wir das. Ich bedanke mich. Jo, ciao. Okay, ihr habt gehört. Auf den Platz fahren und sagen, entweder ihr macht jetzt hier leer oder ich bringe den ganzen Kram zurück. Also, wollen wir mal. Ich war gespannt, ob sie mir das Tor aufmachen.
ab über den Kannstein, das war jetzt nicht so toll. Sie machen zumindest schon das Tor auf, das ist schon mal was. Das ist aber auch eine Auffahrt hier. So, dann wollen wir doch mal. Ich hab's ein bisschen eilig. Dann gucken wir doch mal, ob hier irgendwo ein Schlauchwert rumsteht. Da winkt einer. Ja, Mahlzeit. Ich habe Anweisung gekriegt, hier jetzt raufzufahren, euch zu sagen, entweder ihr ladet das jetzt ab oder die ganze Tour geht zurück. Ja, ihr habt mich hierher bestellt. Ihr wolltet den ganzen Kram haben. Mir ist das relativ egal. Ihr zahlt für die Tour, ich bring's euch her. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr müsst jetzt hier irgendwie einen Larry machen und das Ganze rauszögern, meine Dispo hat euch schon angerufen und wie gesagt, also entweder macht ihr den Auflieger jetzt leer oder ich bring den ganzen Krempel zurück. Ich werde fürs Fahren bezahlt, nicht fürs Stehen. Ja, okay, ich komme rein. Ja, so Leute, ich kläre das mal eben mit denen und... Aber da braucht ihr jetzt ja nicht mit bei sein. Also, bis gleich. Jo, alles klar. Und wie gesagt, sorry, dass ich so ein bisschen ungehalten war, aber hat sich jetzt ja alles geklärt. Jo, wünsche ich euch auch. Ciao. Ja, Freunde, ich hab's gehört. Die Wogen haben sich wieder geglättet. Alles ist wieder im grünen Bereich. Waren noch ein paar Telefonate und allem drum und dran und dann hat sich die ganze Geschichte geklärt. Wir sind leer und lustigerweise sind wir hier auch gleich wieder beladen worden. Wir haben es jetzt 15.54 Uhr. Und das Lustige ist, wir fahren nach Halle. Allerdings, wie ihr seht, jetzt mit Lammmägen, 13 Tonnen. Wenn wir dann in Halle angekommen sind, ja, dann hat sich das auch schon fast wieder mit meiner Fahrzeit. Heute mal ein relativ chaotischer Tag, also solche Tage könnte ich jetzt also nicht oft gebrauchen. Kein Problem, ich finde eine neue Route. Alter, was hier für metrischer Raumfahrt.
biege nach links ab. Na, also geht's wieder zurück nach Halle. Machen wir Linienverkehr. Dass es jetzt heute mal so ein bisschen chaotisch war. Ja, das hat man halt auch mal zwischendurch, aber das kommt zum Glück nicht so häufig vor. Ich frage mich ja, wie Marian an dieser Stelle reagiert hätte. Normalerweise kenne ich sowas eigentlich bloß von Großlagern, dass du da dann wirklich quasi behandelt wirst wie der letzte Depp. Wobei ich da jetzt nicht wie der letzte Depp behandelt wurde, aber die haben halt ja, den Abladetermin immer weiter nach hinten geschoben. Und das war also wirklich... Ja, nachdem ich da rein bin, sind auch noch so ein paar unschöne Wörter gefallen, aber wir haben uns jetzt wieder verstanden und haben uns auch gegenseitig entschuldigt, weil von beider Seiten kamen halt so ein paar Sachen, die nicht schön waren. Aber ich finde es immer noch ganz angenehm, wenn man sich dann doch noch wieder aussprechen kann und alles klärt. Für mich reicht das heute. Also sowas brauche ich wirklich nicht so oft. Jetzt haben wir hier wieder das Baumlager, da hatten wir ja vorhin schon. Echt nur so ein paar Meter rüberpacken können. Fahren die hier im Kreis oder was? Haben wir auch nichts Besseres zu tun. Mit meinen Pausen und allen Nummern dran, da kommen wir jetzt dann zumindest noch wieder gut zurück nach Halle, aber trotzdem, ich habe heute so viel Zeit verloren. Fährt man extra früh los, damit man das Ganze wirklich schön alles über die Bühne bringt. Dann so ein Kuckloris. Aber so viel wie heute habe ich echt noch nicht telefoniert. Ihr habt das ja da, das meiste habt ihr ja gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, da hättet ihr dann sowieso auch ein bisschen mit den Ohren geschlackert, wenn ihr da gehört hättet, was da so hin und her telefoniert wurde. Aber machen wir jetzt einen Strich drunter, ist alles wieder gut. Wir haben eine Rückladung. Alles ist gut. Wenn ich mir den Tag irgendwie ein bisschen anders vorgestellt habe.
hoffen wir mal drauf, dass morgen ein besserer Tag wird. Aber es kann nur besser werden. Wie sagt man so schön immer, außer Spesen nichts gewesen. Das sind so Momente, da möchte man einfach nur irgendwie, wie ich sag mal, seine Ruhe haben. Nach so einem Tag. Aber ich kann jetzt ja nicht schweigend bis nach Halle fahren, das wäre euch gegenüber ja ein bisschen gemein. Der ganzen Sache positiv entgegengucken. Zumindest weiß ich, dass ich in Halle einen guten Parkplatz finden werde. Und die Dispo hat mir für morgen auch schon eine Tour bestätigt. Die geht nicht nach Uelzen, weil wir machen jetzt keinen Uelzen-Halle-Linienverkehr. Wir fahren morgen Halle Dresden. Nee, Spaß. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts liegen. Ich weiß es schon, was es wird, aber ich werde es euch noch nicht verraten. Da könnt ihr euch dann schön überraschen lassen. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Waren wir hier heute nicht schon mal? Nach rechts ab. Ich werde gleich mal versuchen, die Kamera so ein bisschen heimlich mitlaufen zu lassen. Dass ihr da mal ein bisschen was seht, weil wenn jetzt da irgendwelche Leute rumlaufen, dann muss ich halt ausmachen. Aber mal gucken, vielleicht kann ich euch ja mal mit raufnehmen und dass wir zumindest noch zusammen die Rampe fahren. Schauen wir mal. Kunden ging es ja eigentlich auch hauptsächlich darum, dass man in den Hallen nichts sieht, dass da jetzt nichts gefilmt wird. Es ist vorbei. Ja, moin, ich bin's wieder. Ja, ich hab die Lammmägen für euch. Wo soll ich hin? Gleich die erste Rampe hier. Alles klar. Jo, fahr ich ran. Alles klar, danke dir. Sagte er nicht in die erste Rampe? Erste oder zweite Rampe? Ah, okay. Er zeigt
Er zeigt die zweite an, okay. Machen wir uns das mal einfach, drehen hier hinten um. Ich dachte eben schon, das wäre der Old Boy gewesen von Danny. Er sah zumindest fast so aus. Oh, der ist ja aktuell, soweit ich das mitgekriegt habe, mit einem MP5 unterwegs. Mal eben da rein und das mit dem Abladen fertig machen. So, alles klar. Dann sind wir noch nicht ready to go. Weil da muss ja auch alles seine Ordnung haben. So, und dann heißt es jetzt ab um die Ecke und Parkplatz suchen. Über einen Kannstein. Wenn der Chef sieht. Freunde, dann werde ich jetzt nochmal gleich da vorne zu dem Bring heute Liebe auf den Tisch. Ja, nee, ist klar.
Nehme ich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich werde jetzt gleich nochmal da vorne zu dem Rastplatz gehen. Mir dann noch ein bisschen was zu schnabulieren holen. Der Imbiss hat ja leider zu. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, der Marx und der Duff rocken die Straße. Ja, es war heute mal wirklich ein chaotischer Tag und aber ich hoffe mal, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, ich bedanke mich nochmal für die ganzen neuen Abonnenten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.